Das sind für mich wie zwei Ebenen. Die eine ist ein Bauherr, der gezielt ein virtuelles Gebäude wünscht für einen Betrieb, Unterhalt, weil er dort eine Vereinfachung in seinem Betrieb erhofft oder sieht. Der sieht natürlich einen Vorteil, weil von Beginn weg ein virtuelles Gebäude weitergegeben wird. Aber, und das ist, finde ich, nicht unerheblich, auch wenn ein Bauherr so ein Modell nicht wünscht, er bekommt eine durchgängige Transparenz. Ich bin schon lange Verfechter im Kostenbereich von einer Darstellung einer Transparenz und ich bin froh, wenn mit so einer Methodik eben nicht nur auf Einzelbereiche, sondern über das Ganze eine bessere Transparenz gewährt wird. Weil die Transparenz fördert das Vertrauen und das ist ein Schlüsselelement für den Erfolg. Bauherr, Auftragnehmer, gegenseitiges Vertrauen. Und so kann man Projekte erfolgreich abschließen.